Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu meiner Serie Anonymität im Internet. So, was machen wir heute? Heute geht es um die IP und wie man sie verschleiern kann. Das ist vor allem dann wichtig, wenn ihr irgendwie tatsächlich nicht wollt, dass jemand euren Traffic mitliest. Was der Incognito-Modus ist, den ich übrigens gerade benutze, kennt ihr ja schon. Genau, so, also ich habe jetzt hier mal, übrigens für die, die mich jetzt angreifen wollen, die IP-Adresse ändert sich immer, wenn man den Router neu startet, was ich wahrscheinlich gleich nach diesem Video tun werde und auch täglich tue. Also keine Sorge, ihr schafft das eh nicht. Aber was man über diese IP-Adresse machen kann, ist zum Beispiel jemanden angreifen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, über diese IP, die jetzt übrigens hier über wieistmeineip.de ausgelesen wurde, das kann im Prinzip jeder machen. Ist echt easy. Was man damit machen kann, ist, man kann erstmal, okay, das Betriebssystem bestimmt man anders, in dem Browser bestimmt man auch anders, aber man kann den Standort bestimmen. Und zum Beispiel hier utrace.de, da kann man hier einfach die IP-Adresse angeben und man findet ziemlich genau raus, wo man ist. Ich bin jetzt zum Beispiel bei dem Provider Kabel-BW, was übrigens korrekt ist, und in der Region Baden-Baden. Das ist jetzt nicht so ganz korrekt, aber es kommt nah genug ran, um irgendwie sich unangenehm anzufühlen, sagen wir es mal so. Und deswegen kann es sein, dass man öfters mal gerne den Standort wechseln möchte. Zum Beispiel, wenn ich in den USA mir irgendeinen Stream auf Netflix oder sowas angucken möchte oder was auch immer ich machen möchte. Zum Beispiel, ja, irgendwelche Videos angucken auf YouTube, die wegen der GEMA gesperrt sind, dann kann man die IP verschleiern. Das tun wahrscheinlich schon viele von euch, aber kann man auch sehr effizient anders tun. Und zwar habt ihr da zwei Möglichkeiten, nämlich einmal einen VPN und einmal einen Proxy. Das ist jetzt hier bloß ein Webproxy. Was ein richtiger Proxy ist, sage ich euch gleich noch. Ein Webproxy ist zunächst mal die einfachste Methode, die man überhaupt nur benutzen kann. Das ist jetzt zum einen eine Version davon, zum Beispiel kproxy.com heißt die Seite. Aber einfach mal nach Webproxy googeln, da findet ihr einen Haufen von. So, und was die jetzt macht, die leitet euch quasi, also ihr surft über diese Seite, gebt hier ein, wo ihr hin wollt, und die Seite zeigt dann für euch die angeforderte Seite an. Das ist nicht schlecht, denn dadurch läuft erstmal euer Traffic für diesen Tab übrigens nur. Läuft über diesen, ja, Proxy quasi drüber und man kann erstmal nicht identifizieren, wer ihr jetzt seid oder wo ihr herkommt. Ich kopiere jetzt einfach mal diesen Link hier und tue den hier rein. So, und dann mache ich hier mal Surf, dann steht hier Loading. Das dauert immer ein bisschen länger, denn Proxys sind ein bisschen langsamer. Und das liegt daran, dass natürlich erstmal euer Traffic sozusagen in dem Fall nach Frankreich geleitet wird und dann wieder zurück. Beziehungsweise dann erstmal an die Seite, wie ist meine IP.de, sprich wieder irgendwo nach Deutschland, dann wieder zurück an die Seite oder halt an den Proxy in Frankreich und dann wieder an euch. Das heißt, das hat nochmal einen zusätzlichen Weg. Je nachdem, wie viele Wege ihr dazwischen schaltet, das heißt, ihr könnt auch mehrere Proxys sozusagen benutzen, dauert es länger. Und das ist natürlich für viele ein No-Go. Aber ja, ihr seht, wir sind jetzt hier auf einer anderen IP-Adresse, irgendwas mit viel, viel länger als unserem. Und in Frankreich. Das heißt, ihr könntet jetzt hier schon vielleicht YouTube-Videos angucken, je nachdem, wie ihr lustig seid. Ein Nachteil dabei ist allerdings irgendwie Flash oder sowas, über das ihr vielleicht streamt oder was auch immer ihr damit macht, läuft immer noch über eure normale IP-Adresse direkt hin. Und was noch viel schlimmer ist, irgendwelche anderen Programme bzw. irgendwelche anderen Tabs, zum Beispiel einfach dieser Tab hier, der zeigt mir immer noch meine ganz normale Adresse an. Sprich, es ist wirklich nur dieser eine Tab hier. Wenn ich was runterlade oder wenn ich was hochlade oder wenn ich irgendwas machen möchte, dann läuft es immer noch über meine ganz normale IP-Adresse. Und ja, auch logischerweise Hacker können noch über ganz normal eure IP-Adresse euch erreichen. Ja. Was natürlich ungünstig ist, deswegen für diese, ja, Webproxys einfach nur so ein bisschen zum Surfen, falls ihr mal gerade nicht entdeckt werden wollt oder sowas. Klar, kein Problem, kann man gerne mal machen. Das hier ist ein anderer und das ist noch einer, also wie gesagt, einfach mal danach googeln und dann habt ihr es schon. Die Dinger sind dann auch übrigens tatsächlich kostenlos. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel ein VPN zu benutzen.
Und das hier ist jetzt zum Beispiel ein VPN. Hier oben sieht man übrigens nochmal meine Internetadresse. Ja, ein VPN kostet was, und zwar im Jahr relativ viel. Das sieht jetzt echt enorm viel aus. Im Monat 10 Dollar in dem Fall. Das ist schon mal nicht schlecht. Was ihr damit habt, ihr kriegt meistens irgendwie ein Tool, also eine Software tatsächlich mitgeliefert, die euch dann den kompletten Internet-Traffic über sozusagen wie eine andere IP-Adresse drüber leitet, also wirklich alles, was ihr macht, wird dann über diese andere IP rübergeleitet. Da gibt es ein paar, da könnt ihr bestimmen, wo ihr landen wollt, und ein paar, da könnt ihr nicht bestimmen, wo ihr landen wollt. Also quasi das Land. Ihr wollt dann zum Beispiel permanent USA haben und ja, wählt dann halt als Land USA aus, oder ihr habt keinen Einfluss drauf, dann wird es für euch ausgewählt. Ja, wie sie ja auch schon anpreisen, ihr könnt dann Netflix, BBC, Hulu, was auch immer, ihr könnt dann alles darüber gucken oder machen, oder ja, jeglicher Datenverkehr wird eben umgeleitet, und da kriegt ihr dann so eine eigene Software. Und ja, wenn ihr das alles so benutzt, also wirklich ein VPN benutzt, dann seid ihr schon ziemlich anonym. Was jetzt natürlich ein bisschen blöd wäre, wenn ihr aus Deutschland kommt und ihr benutzt einen deutschen VPN, der Dateien loggt, also sprich loggt, wer sich von wo, wann, wohin einloggt. Sprich, wenn ich jetzt hier mir einen VPN zulege und nach Deutschland connecte und dieser VPN-Anbieter speichert die Dateien und die Logs, und ich mache irgendwas Illegales, wie zum Beispiel irgendwie jemandem schreiben, lass uns mal eine Bombe bauen, und das kriegen die mit, dann ist natürlich gleich mal Sense, denn dann wird angefragt bei den VPN-Anbietern, Leute, wo kommt der her? Und die sagen, naja, der kommt von da, wir haben es gespeichert, dann ist natürlich blöd, wa? Das war übrigens kein Aufruf dafür, dass ihr Bomben bauen sollt, das war nur eine Anwendung, die leider damit auch möglich sein könnte. Gut, also soviel zum Thema VPN-Anbieter. Das dritte und letzte, was ihr machen könnt, ist folgendes. Ich mache hier mal gerade einen neuen Tab auf, und zwar Tor. Ihr kennt vielleicht schon Tor. Und zwar haben wir hier das Tor-Netzwerk. Das ist eine eigene Software, ist im Prinzip ein Browser, der erweitert wurde. Und ich kann ihn gerade mal kurz für euch aufmachen. Tor ist ziemlich cool eigentlich. Ja, der lädt sich jetzt erstmal hier oben hin. Der verbindet sich jetzt, und das ist quasi ein Zwiebelnetzwerk. Das heißt nicht umsonst so, das sind quasi Proxys. Ihr connectet jetzt erstmal auf den ersten Proxy, und der wiederum ist an den zweiten geknüpft und so weiter und so fort, bis ihr irgendwann mal wieder rauskommt und tatsächlich dann ins Internet kommt. Und ja, jetzt hat er sich auf dem falschen Bildschirm aufgemacht. Hier sind wir. So. Wie wir sehen, ist mein Browser outdated. Das ist jetzt in unserem Fall erstmal irrelevant. Ihr solltet aber trotzdem immer gucken, dass ihr den Browser up-to-date haltet. Ich benutze ihn allerdings relativ selten, weil ich nicht so viele beziehungsweise gar keine Sachen mache, die ich wirklich verstecken muss, außer Videos zu diesem Thema. So, Tor ist sozusagen das Nonplusultra, wenn ihr anonym bleiben wollt. Naja, auch nicht mehr. Wie ich gerade gesagt habe, ihr habt eine Reihe oder eine Kette von Proxys, auf die ihr euch nacheinander connectet. Achtung, es ist auch wieder nur der Traffic, der über diesen Browser geht, der da drüber verschleiert wird. Irgendwas, was ihr über Drittprogramme oder sowas connectet, also wenn ihr jetzt hier drüber, keine Ahnung, irgendwelche Online-Spiele zockt, dann ist der Traffic immer noch direkt von eurer IP. Was aber auch eigentlich meistens gewünscht ist, weil der Ping sonst extrem hoch wird. Also wenn ihr irgendwie zockt oder sowas und über einen Proxy oder VPN oder was auch immer geht, dann ist der Ping extrem hoch, nur zum Sagen. Ja, wenn ihr euch hier über das Tor-Netzwerk, über Facebook anmeldet oder sonst irgendwelche Sachen, die euch eindeutig identifizieren können, dann seid ihr selber blöd. Ich denke mal, das sollte klar sein, dass man das nicht tut. Was ihr aber hiermit machen könnt, ist ziemlich anonym surfen. Das heißt, man kann eigentlich, was ihr hier drüber aufruft, nicht wirklich nachvollziehen. Es sei denn, man kontrolliert die Ausgangsnodes, die ja, die sozusagen die Verbindung zu dem eigentlichen, zu der eigentlichen Webseite herstellen. Also hier nochmal als kurze Grafik. Vielen Dank an neopresse.com in dem Fall. Genau, so. Wie funktioniert jetzt dieses Tor? Ihr seid das hier und ihr verbindet euch sozusagen mit einem Einsteigerknoten. Die heißen auch Nodes auf Englisch, wie Knoten.
Genau, und von dort geht es weiter an Relay Nodes, das können übrigens mehrere sein, und in diesem Netzwerk sind richtig viele drin, einfach irgendwie connected von mir aus durch fünf Nodes, und dann kommt ihr an so eine Exit Node, das ist die hier in diesem Fall, und von dort geht es dann tatsächlich an die Webseite, die ihr aufrufen wollt. Wenn jetzt diese Exit Node, und das hat die NSA bestätigt oder wer auch immer da, ja, die haben das bestätigt, dass sie mehrere Exit Nodes kontrollieren. Wenn diese Exit Node kontrolliert wird, dann kann natürlich abgegriffen werden, okay, von diesem Relay Node kommt Zugriff auf diese Seite. Und den können wir dann von mir aus sperren oder sonst irgendwas machen. Oder auch einfach ablesen, von wo das kommt. Und wenn ihr halt dann mal direkt mit der Exit Node verbunden seid, dann habt ihr ein Problem. Oder wenn irgendwie die Relay Nodes zwischendrin auch noch kontrolliert werden. Aber es ist immer noch ziemlich sicher. Also bei einem normalen Proxy, wenn der kontrolliert wird, dann habt ihr sowieso gleich ein Problem. Aber ja. Gut, also so viel zum Thema Tor. Wie gesagt, immer schön aktuell halten, was ich hier gerade nicht gemacht habe. Das sind quasi eure drei Möglichkeiten, die ihr benutzen könnt. Also Proxys bzw. Webproxys, die sind meistens nicht so wirklich sicher. VPNs sind so, ja, nicht so unsicher und dann dafür verschleiern sie euren kompletten Traffic. Und dann Tor, was irgendwie das Nonplusultra ist. Aber wie hier auch steht, Tor ist nicht alles, was ihr braucht. Ihr müsst euch auch ein bisschen intelligent verhalten. Das heißt, wenn ihr euch bei Facebook einloggt, ist halt nicht so praktisch, ne? Gut, das war's mit diesem Video auch schon wieder. Und ich hoffe, ihr habt was dazugelernt und ihr fandet's cool. Hoffentlich. Das heißt, wir hören uns beim nächsten Mal mit weiteren coolen Themen. Bis dann. Ciao.